back. Yeah, just follow the cable. No, back this cable. Is it the bottom? Yeah. 250 Meter, leicht rechts abbiegen. Thank you.
Schleswig-Holstein Service aktuell. Vorsicht bitte auf der A7 Flensburg Richtung Hannover. Zwischen dem Elbtunnel und Waltershof ist ein Fahrzeug geblieben. Ihm gute Fahrt. In der 1 Welle Nord ist hier und ich hoffe ja tatsächlich immer wieder mal, dass ich auch Sie immer wieder mal für dieses Thema begeistern kann, für die Astronomie. Wenn Sie Fragen haben zu unserem tollen Sternenhimmel über Schleswig-Holstein, dann melden Sie sich immer gern. Das ist ja tatsächlich eine meiner großen Leidenschaften. Und gerade jetzt mit den Perseiden, also mit den Sternschnuppen, auch wieder ein großes Gesprächsthema. Überall hört man ja immer wieder mal. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, dann gehen Sie doch mal in den kommenden Tagen in eine der großen Sternwarten, wie in Lübeck, die in Neumünster ist toll, oder auch in Kiel. Oder aber Sie gucken bei Peter Weinreich in Neustadt in Holstein vorbei. Der hat eine eigene, private, feine Sternwarte. Die ist allerdings offen für alle. Also da gibt es immer wieder mal Workshops und Veranstaltungen. Und ich habe mit ihm telefoniert. Moin, Herr Eduard. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, zu sagen, ich habe da zwar eine Sternwarte, aber das möchte ich gerne teilen mit ganz vielen Menschen. Da kann jeder kommen, der mag. Ich habe Physik und Astronomie studiert und dabei ganz viele schwere Worte gelernt. Immer festgestellt, dass die Menschen sich erschrecken, wenn man solche Worte sagt. Und deswegen haben wir das Ganze unter die Überschrift Sterne für alle gestellt. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die Sterne vielen Menschen nahezubringen. Und zwar so, dass sie Spaß daran haben und das gut finden und sich freuen. Das ist toll, das klingt gut. Das wäre auch mein Anspruch. Da sind wir tatsächlich Brüder im Geiste. Mir geht es da ähnlich. Nur, dass ich jetzt leider keine eigene Sternwarte mehr habe. Insofern schön, dass Sie das da machen. Dann erzählen Sie doch mal so ein bisschen. Was kann man bei Ihnen alles sehen, erleben? Was kann man machen? Wir haben also im Sommer sehr viele Programme, die sich mit Sonne, Mond und den Planeten beschäftigen, weil man die ja auch schon in der Dämmerung sehen kann. Ja. Mondfinsternis war natürlich ein Highlight in diesem Jahr. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von Programmen, die quasi wetterunabhängig und helligkeitsunabhängig stattfinden. Aber insbesondere der Kinderweltraumforscherclub, der liegt mir sehr am Herzen. Schön. Die kleinen Forscher zu fördern. Ja, das finde ich ist ganz wichtig. Ne? Also je eher man damit in Kontakt kommt, finde ich, desto spannender wird das vielleicht hinten raus tatsächlich auch. Allein schon, was Sie gerade gesagt haben, jetzt im Sommer die Planeten, dass viele Leute einfach zum Beispiel lernen, ach, das ist gar kein großer Stern, der da leuchtet, sondern wie jetzt momentan zum Beispiel der Mars, der ja schön hell rot leuchtet momentan, oder auch Jupiter und Saturn. Und wenn die Leute durchs Teleskop gucken, da kriegt man ja oft so einen Aha- und Wow-Effekt. Ne? Das ist so. Das, was ich persönlich wichtig finde und was mich treibt, das sind leuchtende Augen von Menschen, die bei uns in der Sternwarte sind und glücklich das Haus verlassen und sagen, ich komme wieder. Das fand ich so spannend. Das klingt toll. Also ich ziehe den Hut. Ich finde, von Ihnen braucht es ganz, ganz viele mehr Menschen, was das Thema angeht. Das Schöne an der Sache ist, man braucht auch keine Vorkenntnisse, um bei Ihnen vorbeizukommen, und kann sich einfach von Ihnen begeistern lassen. Ohne Vorkenntnisse, einfach nur mit der Freude an den Sternen und mit einem bisschen Neugier bewaffnet. Das sollte man sein, wenn man zu uns kommt. Wie es grundsätzlich im Leben sein sollte eigentlich, ne? Das haben Sie jetzt gesagt. Der Nachmittag mit Pascal Hilgruber. NDR1, Welle Nord. I'm sorry.
take my advice. If you love someone, don't think twice. Love your baby love, sugar baby love, love her anyway, love Wille Nord ist hier. Sagen Sie, haben Sie eigentlich schon unsere NDR Schleswig-Holstein-App? Ist ja kostenlos. Also ich gehe schwer davon aus, dass ganz viele jetzt Ja schreien. Ja. Wenn nicht, dann gerne runterladen. Denn das Gute an unserer NDR Schleswig-Holstein-App ist ja, dass Sie nicht nur, wie heute schon gehört, Sachen gewinnen können. Ja, zum Beispiel heute früh dieses VIP-Treffen mit den Prinzen am Sonnabend bei der Sommertour oder auch jedes Wochenende Karten für den Hansapark momentan. Gut, das ist schon alles ziemlich cool, aber Sie kriegen ja auch alle Infos zu Wetter, Verkehr und Musik mit Bild vom Cover des Songs. Und deshalb hat mir gerade Carsten geschrieben im Messenger in der App, weil er total begeistert ist von diesen Bildern und schreibt, das ist total super, damit man auf dem Flohmarkt immer direkt die richtige Platte greift. Richtig, schön Stil, echt Carsten, aber dann auch wirklich auf Vinyl, ne? Und Carsten hat mir dann, wir sind so gerade ein bisschen schnacken gekommen im Messenger, hat mir dann ein Bild von ein paar seiner Platten geschickt. Da ist zum Beispiel, habe ich eben gesehen, ist Peter Schilling drauf, Toto mit dabei und ganz groß, fast schon Vamp-artig, Rose Laurent mit Afrika. Gibt's gleich hier bei uns. Na gut. Nicht wie bei Ihnen vielleicht und bei Carsten auf Vinyl, sondern digital, aber
in toller Qualität gleich hier nach George Ezra. Den habe ich vorher jetzt. NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. My love. My lover, lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind. My mind. Well, it's a paradise whenever I'm with you. Right on. I feel it. I know you heard it from those other boys.
16.30 Uhr ist es 17:30. Sie hören NDR 1 Welle Nord jetzt mit den Nachrichten aus Ihrer Region. Wir schalten in unsere 5 Studios im Land. Aus dem Studio Lübeck, ich bin Hauke Bülow, guten Tag. Seit dem 1. Oktober vergangenen Jahres ist sie in Deutschland möglich, die Ehe für alle. Und in Lübeck haben seitdem zahlreiche gleichgeschlechtliche Paare die Möglichkeit genutzt, zu heiraten oder ihre bestehenden eingetragenen Lebenspartnerschaften in gleichgeschlechtliche Ehen umzuwandeln. Insgesamt 103 Mal ist das bis gestern passiert, so das Lübecker Standesamt. Das freut Christian Till, den Veranstalter des Lübecker Christopher Street Days. Allerdings gäbe es gesellschaftlich weiterhin viel zu tun, so Till. Wer glaubt, dass der 17-jährige Tobias ein easy peasy coming out hat in der Schule, nachdem jetzt die Ehe geöffnet wurde, wo man denkt, die Themen sind alle abgearbeitet, da hat sich rein gar nichts verändert. Und wenn ich mit meinem Partner in ein Hotel einchecke, in ein Doppelzimmer, haben wir immer noch ein mulmiges Gefühl im Bauch, was die wollen. Und deshalb veranstaltet der Lübecker CSD e.V. von Sonnabend an eine ganze Pride Week mit zahlreichen Veranstaltungen wie Lesungen oder Diskussionsrunden, bei denen es beispielsweise ums Coming Out geht. Am Sonnabend, den 18.8., findet dann unter dem Motto Lebt Liebe die große Christopher Street Day Demo durch die Lübecker Innenstadt statt. Eine völlig andere Veranstaltung rund um die gleichgeschlechtliche Liebe startet in einer halben Stunde in Heiligenhafen, das Beach Pride Festival. 4 Tage lang wird am Strand und vor der Seebrücke gefeiert. Veranstalter ist das Beach Hotel. Geschäftsführer Jens Rucker. Wir haben tagsüber Singer-Songwriter, wir haben verschiedene DJs, die auflegen. Wir haben heute Abend The White Party, wo alle Vibe kommen. Wir haben noch eine Holy Party mit diesem Farbewerfen. Und auf jeden Fall haben wir gesagt. Das Beach Pride Festival richtet sich nicht nur an Schwule, so Hoker, sondern auch an alle anderen Gäste und Urlauber. Der Eintritt zu den Open-Air-Veranstaltungen ist frei. NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Service. Vorsicht bitte auf der A21 Kiel Richtung Bad der Heide zwischen Trappenkamp und Dahldorf liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Und Vorsicht auch bitte auf der A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen dem Elbtunnel und Waltershof ist ein Fahrzeug liegen geblieben. Stau oder stockender Verkehr, A1 in Lübeck Richtung Bremen zwischen dem Dreieck Hamburg-Südost und Stillhorn, 4 Kilometer Stop and Go. A1 Bremen Richtung Lübeck zwischen Hamburg-Harburg und dem Dreieck Hamburg-Südost, 6 Kilometer stockender Verkehr. A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen Großen Aspen und Bad Barmstedt, 3 Kilometer Stau. A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen Hamburg-Stellingen und dem Elbtunnel, 6 Kilometer stockend. A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Hamburg-Südwest und Hausbruch, 2 Kilometer Stau. A7 Hamburg Richtung Flensburg zwischen Hamburg-Bahrenfeld und Stellingen, 4 Kilometer stockender Verkehr. A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen Großen Aspen und Bad Bramstedt behindert eine Unfallstelle ihre Fahrt. Und an der Elbfähre Glückstadt Richtung Bischhafen haben wir immer noch 1,5 Stunden Wartezeit. Die meisten Blitzer hören Sie bei uns. Auf der A7 wird geblitzt, Flensburg Richtung Hamburg, und zwar zwischen Neumünster Nord und Neumünster Mitte. Dann auf der Strecke von Bergentin Richtung Klempau in Kelsdorf bei der Hühnerfarm. Am Ortsausgang von Henstedt, die Tönsheider Straße, ist das Richtung Augkrug. Dann auf der Hamburger Chaussee Bad Bramstedt Richtung Neumünster, Höhebrückenlande. In Ratzeburg, Heinrich-Herz-Straße am Wald. Auf Fehmarn wird geblitzt in Burg, auf der Brotildenstraße an der Jugendherberge da. Rheinsbüttel Richtung Süderdeich und Obsteierhagen Richtung Kiel, ein Blitzer an der Feuerwache da. Vielen Dank fürs Bescheid sagen. Wenn Sie auch noch was haben, Blitzer, Stau, dann gerne weiter melden, damit wir es weiter sagen können. Ist auch kostenlos für Sie unter der 0800 22 12 800. Schleswig-Holstein fährt fair. Bei, ja, es wird auf jeden Fall schmuddelig und ungemütlich, das Wetter. Wir hören mal nach, wie es bei Ihnen in der Region wird. Das weiß Sebastian Bach. In Lübeck-Ostdeutschland und im Lauenburgischen wird sich nun im weiteren Verlauf des Nachmittags und Abends ein Unwetterszenario ergeben, denn das Orkantief kommt immer näher und es sorgt bereits für aufkommende Starkregenschauer und Gewitter bei Werten um 22 Grad. In der Nacht wird sich das Tief dann weiter verstärken und dann erreicht der von Ost auf West Wind auch die Stärke 10 bis 11 mit über 100 km/h in der Spitze. Daher sollte alles, was noch wegfliegen könnte, unbedingt vorher gesichert werden. Auch am Freitag sind immer mal wieder Schauer möglich. Es bleibt bei einem Liefer von Wind, der in Höhe stürmisch daherkommt. Und die Höchstwerte von 23 Grad fühlen sich dann sogar noch etwas frischer. Dankeschön, Sebastian Wacher. Also, wir wollen es natürlich nicht übertreiben, aber so ein bisschen vorbereiten. Vor allem, wenn wir sowas hören wie orkanartige Böen, ist natürlich dann nicht schlecht. Ihnen einen möglichst entspannten Nachmittag, Abend oder auch die Nacht, je nachdem, wie das Wetter wird bei Ihnen an den Küsten, ein bisschen heftiger als im Binnenland. Aber das kriegen wir in Schleswig-Holstein doch schon hin. Uns haut doch nichts außer Bahn, was das angeht. Mein Name ist Pascal Hilgruber, habe gleich Aber für Sie, Take a Chance on Me. Und vorher habe ich jetzt diese fantastische Ballade von Bruce Hornsby für Sie, The Way It Is. Mehr Song.
Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin! Bye.
Autos, die sie lieben. Riesennummer von ABBA hier in der 1 Nord. Take a chance on me. Moin. Sani, könnten Sie sich vorstellen, in Südkorea zu leben? Genau so ist es andersrum, gerade für einen der Neuzugänge von unserem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Jae Sung Lee hat gerade noch bei der Weltmeisterschaft in Russland für Südkorea gespielt, kickt jetzt hier bei uns an der Förde und das ist schon eine krasse Veränderung, Umstellung. Ne? Deshalb hat Carsten Jans, Kollege vom NDR Fernsehen, unter anderem vom Schleswig-Holstein Magazin, ihn mal begleitet und mal geguckt, wie das denn alles so klappt hier bei uns. Moin Carsten. Moin. Erzähl doch mal, wie hat er sich eingelebt bei uns in Schleswig-Holstein? Ja, Jason Lee hat schon gesagt, dass die Unterschiede zwischen Südkorea und Deutschland enorm sind. Also Sprache, Kultur, das Essen, sogar die Natur, er hat gesagt, eigentlich alles. Trotzdem, ja. Er fühlt sich hier wohl, sehr wohl in Kiel. Es sei schon immer sein Traum gewesen, in Europa Fußball zu spielen, sagt er. Und dafür nehme er diese Umstellung dann eben auch gerne in Kauf. Und ja, zumal seine Mitspieler ihm wohl sehr helfen würden, hier in Kiel anzukommen. Und ich meine, immerhin ist es Schleswig-Holstein. Stell dir mal vor, der wäre zum DSC Van Eickel gegangen oder so. Also dann doch Holstein Kiel, auch für der sportlichen Perspektive klar wegen. Du hast die Mitspieler gerade angesprochen. Wer kümmert sich da so am meisten? Ja, vor allen Dingen wohl ein anderer Neuzugang. Das ist einer seiner engsten Vertrauten, Jonas Meffer. Er hat ja gegen den HSV das 1-0 geschossen, nach einer Vorlage von Lee. Also das klappt auf dem Platz auch ganz gut. Und neben Meffert ist wohl auch David Kinzombi immer im Gespräch mit dem Südkoreaner, der ist ja der neue Captain von Holstein Kiel. Ja. Beim Essen versuchen sie immer wieder Wörter beizubringen, wie Messer, Gabel oder Salz. Und dabei wird wohl auch viel gelacht, die Stimmung ist gut und ja, auch wenn die Kommunikation wohl noch nicht ganz so einfach ist. Ja, ich stelle mir das sehr amüsant, tatsächlich auch irgendwie vor, so mit Händen und Füßen und allem, was man dann ja so macht. Ne? Das heißt, wie kommunizieren die, wie verständigen die? Ja, es gibt keinen richtigen Dolmetscher jetzt gerade, sondern Lee hat seinen Bruder und Manager mit nach Kiel gebracht und der übersetzt dann vom Englischen ins Südkoreanische und umgekehrt. Ansonsten geht es dann tatsächlich, wie du eben gesagt hast, mit Händen und Füßen. Ja. Und das klappt aber ja ganz gut, anscheinend zumindest auf dem Platz hat man das gesehen. Jonas Meffert sagt zum Beispiel über Lee, der weiß, wo sein Gegenspieler steht, das ist ein überragender Fußballer und deshalb brauchen wir auf dem Platz gar nicht so viel miteinander sprechen. Ja, das stimmt. Also hört man ja auch immer wieder von Trainern, ne? Auch Jürgen Klopp in England sagt, der Fußball ist international, wie ja. Tuchel in Paris jetzt auch gerade, die sagen alle, das ist eine Universalsprache sozusagen, ja. Der Fußball. Was macht denn Holstein Kiel eigentlich, dass das noch besser wird und dass er sich hier noch wohler fühlt? Ja, einiges. Also die haben jetzt natürlich einen Sprachkurs organisiert, damit er noch schneller Deutsch lernt, obwohl er sich da auch schon so anstrengt, damit die Sprachbarriere einfach kleiner wird. Und außerdem hat der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth dafür gesorgt, dass Lees Familie vor Weihnachten 2-3 Monate nach Kiel kommt. Und außerdem suchen sie gerade ein Haus am Meer für ihn, damit er mal spazieren gehen kann, sagt Wohlgemuth, damit er sich hier richtig wohlfühlt. Denn nur wenn das gegeben ist, sagt er, dann kann Lee auch hier volle Leistung bringen. Dankeschön, Carsten Jans. Und scheint ja ganz gut zu klappen bisher, ne, für den Anfang. Kann gerne so weitergehen. Gibt übrigens auch Bilder für Sie und ein Video auf unserer NDR 1 Berlin Nord Homepage, ndr.de/sh. Nach 10 Kilometern rechts halten. Wir convincere si potrebbe cantare più forte, visto che sono in tanti, fosse così. Fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se basta.
Was bleiben wird, ist das Getrommel der Müllbehälter. Und dagegen hilft auch kein Aktionsplan der Umweltbehörde. NDR 90,3. Wir sind Hamburg. Thank you.
don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not alone, no, no. Place I long to.
Es ist 17 Uhr. NDR 90,3. Die Nachrichten für Hamburg. Mit Frau Karinis. Guten Tag. Opposition kritisiert Lärmpolitik des Hamburger Senats. Terrorverdächtiger konnte laut Gutachter Bomben bauen. Hamburger Zoll findet Heroin in Feuerlöschern. Das Wetter ist schauer und Gewitter möglich. 30 Grad. Die Oppositionsparteien reagieren mit Kritik auf die Auswertung einer Umfrage zur Lärmbelastung, die die Hamburger Umweltbehörde veröffentlicht hat. Darin sprechen sich 90% der Befragten für weniger Lärm in ihrem Umfeld aus. Julia Weigert. Die CDU wirft dem Senat Versagen vor. Dieser trage sogar noch zur Lärmbelastung bei, indem Autofahrer in der Geoparkzone Umwege in Kauf nehmen müssen. So lautet die Kritik des umweltpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion, Stefan Gamm. Das Budget von 6 Millionen Euro für passive Lärmschutzmaßnahmen, das die Umweltbehörde bereitstellt, sei nicht mehr als ein Placebo. Auf die Lärmursachen gehen SPD und Grüne Gamm nicht an. Die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Heike Sudmann, fordert, den Autoverkehr in Hamburg zu verringern. Anders sei die hohe Lärmbelastung nicht zu reduzieren. Der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Detlef Elebracht, fordert eine Untersuchung abgeschlossener Maßnahmen des Lärmaktionsplanes 2013. Er will wissen, welche Ergebnisse sie gebracht haben. Die SPD bleibt gelassen. Mit dem A7-Deckel bei Schnelsen sei unter dem rot-grünen Senat eines der größten und teuersten Lärmschutzprojekte realisiert worden. Die Sicherheitsbehörden haben erklärt, warum Terrorhelfer Munir El-Motassadek früher aus dem Gefängnis in Hamburg freikommt. Ziel sei es, ihn direkt nach Marokko abzuschieben, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Sollte er danach doch wieder über die Grenze nach Deutschland kommen, könnte er sofort verhaftet werden. Motassadek war wegen Beihilfe zu den Terroranschlägen vom 11. September zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Einem mutmaßlichen IS-Anhänger aus Schwerin wird gerade vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht der Prozess gemacht. Von dem Mann ist offenbar eine konkrete Gefahr ausgegangen. Ein Gutachter sagte heute, der Mann habe in seiner Wohnung alles für den Bau eines Sprengsatzes gehabt. Ecke Spanner. Es waren die gleichen Materialien, die auch bei den IS-Anschlägen in Paris, Brüssel und Manchester verwendet wurden. Zu dem Ergebnis ist der Sachverständige des Bundeskriminalamtes gekommen. Er hat analysiert, welche Chemikalien und elektronischen Bauteile sich der angeklagte Syrer beschafft hatte. Der 20-Jährige war im Oktober in Schwerin verhaftet worden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, dass er möglichst viele Menschen töten wollte. Nach Einschätzung des Sachverständigen hätte die Menge seiner Chemikalien für einen Sprengsatz gereicht, der Menschen im unmittelbaren Umkreis schwer verletzt oder sogar getötet hätte. Splitter hätten noch in einer Entfernung von 50 Metern gefährlich werden können. Mit den Materialien soll der 20-Jährige mindestens 5-mal experimentiert haben. Außerdem hatte er sich Bauanleitungen für Sprengsätze besorgt. Um solche Anleitungen zu finden, so der Sachverständige heute, müsse man im Internet nicht einmal auf subversive Seiten gehen. Der Bombenanschlag am S-Bahnhof Veddel im Dezember hat womöglich doch einen politischen Hintergrund. Die Ex-Freundin des geständigen Angeklagten hat ihn heute vor dem Landgericht schwer belastet. Nach ihrer Aussage hat der 52-jährige Mann eine rechtsextreme Einstellung und soll angekündigt haben, er werde eine Bombe platzen lassen. Er selbst hatte im Prozess gesagt, dass er sich von der rechten Szene längst losgesagt habe. Die Ursache für die bröckelnde Fassade an den Landungsbrücken ist gefunden. Offenbar wurde in den 80er Jahren eine spezielle Beschichtung am sogenannten Kegelturm aufgebracht, die jetzt alles zu Schäden sorgt. Dietrich Lehmann. Immer wieder platzen größere und kleinere Teile der Fassade ab. Damit keine Fußgänger getroffen werden, ist seit dem Frühjahr rund um den Kegelturm ein dichtes Netz gespannt. Anfangs ging die Hafenverwaltung HPA davon aus, dass der Klimawandel etwas damit zu tun haben könnte, dass Brocken aus dem sogenannten Ettringer Tuffstein abbrechen. Die Ursache ist aber banaler. Um den Turm zu schützen, wurde die Fassade in den 80er Jahren versiegelt. Dadurch konnte zwar kein Wasser mehr eindringen, es kam aber auch keine Feuchtigkeit mehr von innen nach draußen. Die Folge, im Winter gefriert das Wasser im Stein, im Frühjahr platzen dann Teile ab. Jetzt will die HPA jedes Frühjahr Steinmetze mit Hammer die Fassade abklopfen lassen. In einigen Jahren, so ein Sprecher zu NDR 90,3, hat sich das Problem der falschen Beschichtung dann wahrscheinlich von alleine erledigt. Probleme mit dem Denkmalschutz für den mehr als 100 Jahre alten Turm an den Landungsbrücken gibt es nicht. Wenn die marode Schicht abgeschlagen wird, verliert der Turm nur jeweils 10 bis 15 mm. Das Erscheinungsbild ändert sich nicht. In Niendorf und Großborstel läuft der Strom wieder. Für knapp eine Stunde war er in fast 1500 Haushalten und bei 65 Gewerbekunden ausgefallen.
Die Ursache ist noch unklar. In den vergangenen Wochen hatten Kabelschäden immer wieder kurzzeitige Blackouts verursacht. Grund ist laut Strom der Hamburg, dass sich das Erdreich durch die Hitze um die Kabelstränge extrem zusammenzieht. Im Einsatz gegen die Zwangsprostitution hat die Hamburger Polizei heute 5 Wohnungen durchsucht. Die Bewohner in St. Pauli, Altona und Stellungen sollen in illegale Rotlichtgeschäfte verwickelt sein. In einem Mehrfamilienhaus in Schnelsen nahmen Beamte des mobilen Einsatzkommandos einen 32-jährigen Verdächtigen fest. Der Hamburger Zoll hat 6 Drogenschmuggler gestellt. Heute präsentierten die Beamten die beschlagnahmte Ware. Es handelt sich um den größten Heroinfund der vergangenen Monate in Deutschland. Kaiserlander. Im Juni hatte eine Spezialeinheit die Männer zwischen 34 und 44 Jahren tagelang observiert. In einem Gewerbegebiet in Krefeld beobachteten die Fahnder, wie ein aus Südosteuropa kommender LKW 2 Feuerlöscher anlieferte. Voll mit Heroin. Insgesamt etwa 12 Kilo schwer. Die Löschgeräte sollten in das Auto der Beschuldigten umgeladen werden. Doch dazu kam es nicht. Die Zollbeamten verhafteten 3 Männer bei der Übergabe. Im Anschluss durchsuchten die Drogenfahnder 6 Wohnungen in Hamburg und Walzrode. Dort fand die Polizei ein weiteres 1/2 Kilo Heroin. Zudem nahmen die Beamten 3 Tatverdächtige vorläufig fest. Die 6 Männer stehen bereits seit dem Jahresende 2017 im Fokus der Ermittler. Bei dem Heroin handelt es sich um mehr als 100.000 Konsumeinheiten mit einem Schwarzmarktwert von 600.000 Euro. Bestimmt für den Markt in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wegen eines Gewitters hat der Frankfurter Flughafen seinen Betrieb in der vergangenen Stunde für etwa 20 Minuten komplett eingestellt. Passagiere müssen an Deutschlands größtem Airport immer noch mit Verspätungen und Störungen rechnen. Auch am Hamburger Flughafen sind einige Verbindungen von und nach Frankfurt gestrichen. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat Luftangriffe auf die Region des Jemen eingeräumt, in der ein Schulbus mit Kindern getroffen wurde. Ein Sprecher sagte, die Bombardements hätten den Houthi-Rebellen gegolten. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden bei dem Angriff mindestens 29 Kinder getötet, 30 weitere verletzt. Freiwasserschwimmer Rob Muffels hat EM-Bronze über 10 Kilometer gewonnen. Der Magdeburger musste sich heute nahe Glasgow nur 2 Schwimmern aus den Niederlanden und Ungarn geschlagen geben. Immer besser ist alles. NDR 90,3. Das Wetter für uns in Hamburg hat Gwendolin verpestet. Aktuell Temperaturen um 29 Grad, auch bei Ihnen in Sülldorf. Heute Nachmittag bleibt es bei uns jetzt noch trocken, zum Abend hin. Dann steigt aber die Gewittergefahr. Starkregen kann dabei sein mit Sturmböen, zum Teil auch Windstärken, die um 10 bis 11 liegen. Auch heute Nacht kann es dann ordentlich stürmisch sein. Morgen gibt es dann frische, kühle Meeresluft bei uns in Hamburg. Dazu Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad. Sonne und Wolken im Mix. Es bleibt dann auch weiter sommerlich, aber nicht mehr so heiß. Blitzer und Staus aus unserem Verkehrszentrum Roterbahn. A1 Richtung Bremen zwischen Morfleet und Stillhorn 7 Kilometer Stau. Richtung Norden zwischen Harburg und dem Dreieck Südost sind es 6. Dann auf der A7 6 Kilometer zwischen Stellingen und dem Elbtunnel, also in Richtung Hamburg. Und dann zwischen dem Dreieck Südwest und Waltershof 5 Kilometer Stop und Go, auch in Richtung Hamburg. Hier dauert es circa eine knappe 1/2 Stunde länger. Dann weiter in Richtung Norden zwischen Wattenfeld und Stellingen auf der A7 4 Kilometer stockend. Und dann schauen wir kurz ins Innenstadtgebiet. Da stockt es auf der Eifelstraße und dann weiter auf der Bergedorfer Straße bis hin zur A1. Die Baustellen auf der Ostdorfer Straße, auf der Eisenstraße, die sorgen ebenfalls für ca. 10 Minuten Zeitverlust im stockenden Verkehr. Und das gilt auch für die Baustelle auf der Bramfelder Straße. Hier stockt es auch im gesamten Gebiet rundum. Bitte fahren Sie da weiträumig drumherum oder planen Sie einen Zeitverlust von Minimum einer Viertelstunde ein. Außerdem stockt es in Richtung A7, Anschlussstelle Stemmingen auf der Kieler Straße, hier ab Basselweg und dann ab Merkerweg in Richtung A7 Schnelsen Nord. Und dann auf Finkenwerder, da hat uns dieser nette junge Mann angerufen. Moin, moin, ich wollte euch einmal Bescheid sagen, dass auf der Straße an der Süderelbe Richtung Stade mehrere Kilometer Stau ist Stillstand. Ja, da hat es in Höhe Bushaltestelle Neuenfelder Kirchen Unfall gegeben. Deswegen haben wir diesen Rückstau, Zeitverlust ca. 25 Minuten. Die Unfallaufnahme ist aber abgeschlossen, hat mir die Polizei eben für Sie gesagt. Die Unfallstelle ist geräumt. Ein bisschen Geduld, bis sich alles abgebaut hat. Und ganz vielen Dank an Florian für die Sprachnachricht. You when you're down.
2013 bei Ihnen in Eimsbüttel bei der Sommertour. Übermorgen sind wir in Alsterdorf auf dem Markt mit den Kings of Disco, former members of Village People und den Rattles bei der Sommertour von Ende 1903 und in Hamburg vom Markt. Wir sind Hamburg. Thank you.
Fishing on the sailing in the sea. We're always happy. Last we live in here, that's our philosophy. Sing along with us, diddy diddy dee. Da 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 da, yeah, we're happy. Übrigens, wie kommen die Wölfe nach Hamburg? Dieser Frage wollen wir heute unter anderem in der Sendung nachgehen, denn die Umweltbehörde und Genuntersuchungen der Technischen Universität Dresden haben ergeben, ein Rüde aus einem dänischen Rudel ist rund um Hamburg unterwegs und der hat definitiv Schafe gerissen. Wie gehen wir damit um? Wie tun es die Viehbetriebe und gibt es Grund zur Sorge, wenn einem ein Wolf in der Natur begegnet? Außerdem wollen wir vor dem Hintergrund der großen Hitze in den vergangenen Wochen darüber sprechen, wie sich Großstädte wie Hamburg auf Klimaveränderungen langfristig einstellen müssen. In der Studie begrüße ich dazu Markus Groth vom Climate Service Center in Hamburg, das Politiker und Unternehmen zur Anpassung an den Klimawandel berät. Ab 19:30 Uhr im NDR Fernsehen und das Hamburg-Wetter bekommen Sie bei uns von Gwendolyn Kapinski gleich wieder um halb. Hamburg-Journal und NDR 90,3. Wir sind Hamburg. Natürlich auch mit seinen ganzen Hits aus den 80ern am 17. September in der großen Freiheit bei 90,3 und Hamburg Journal Konzert. Und Tickets gibt es natürlich noch im NDR. Ja, und es gibt Hausklappen.